Frontalangriff auf die Bayern-Bosse. Beim 2:1 Heimsieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg sind einige Fans in der Südkurve durch ein provokantes Plakat aufgefallen. Darauf zu sehen waren der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sowie Präsident Herbert Hainer. Beide waschen Banknoten in einer Waschmaschine. Kahn hält das Gewand eines Scheichs in den Händen, darauf der Schriftzug Katar. Der Boden ebenso wie Teile der Waschmaschine sind von Blut bedeckt. Über der Karikatur prangen die Worte: Für Geld waschen wir alles rein, die offenkundig den Bayern-Bossen in den Mund gelegt werden. Hintergrund der Aktion sind die wirtschaftlichen Beziehungen, die der Rekordmeister zu Katar unterhält. Konkret geht es um den umstrittenen Sponsoring-Deal der Bayern mit Katar Airways. Ein Teil der Fans macht gegen eben diesen Deal Stimmung und hat bereits einen Antrag eingereicht, der derartige Geschäfte künftig ausschließen soll. 3 Spiele, 3 Siege. Der VfL Wolfsburg und sein neuer Trainer Florian Kohfeldt haben eine perfekte erste gemeinsame Woche hingelegt. Wölfe-Stürmer Lukas Metscher erzielte in diesen 3 Spielen jeweils ein Tor. Seine zuletzt guten Leistungen wurden nun mit der Nominierung für die A-Nationalmannschaft belohnt. Ich habe das nicht wirklich erwartet. Es war ein bisschen ein Schock. Die Freude kam dann erst, als ich meinen Eltern erzählt habe, die sich auch sehr gefreut haben, verriet in Metscher nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg über den Anruf von Bundestrainer Hansi Flick. David Alaba ist als Nachfolger von Sergio Ramos zu Real Madrid gekommen. Auch wenn der ehemalige Abwehrchef des FC Bayern seit seiner Ankunft bei den Königlichen betont, seine eigene Geschichte schreiben zu wollen, drängt sich der Vergleich auf. Denn nach dem Abgang von Superstar Ramos klaffte in der Realdefensive ein riesiges Loch, das Alaba stopfen soll. Geht es nach Lothar Matthäus, ist Alaba aber dafür nicht der richtige Mann. Real Madrid hat ohne Ramos seine Persönlichkeit verloren. Alaba ist ein großartiger Spieler, aber er hat diese Persönlichkeit nicht. Er ist kein Anführer wie Ramos, sagte der deutsche Rekordnationalspieler dem spanischen Sportsender Vamos. Deshalb sei Real auch nicht unter den Favoriten auf den Titelgewinn in der Champions League. Hier sehe er Chelsea, Liverpool, Manchester City und die Bayern im Vorteil. Die Chicago Blackhawks haben sich nach dem miserablen Saisonstart in der NHL von Trainer Jeremy Colleton getrennt. Das gab der 6-malige Stanley Cup-Sieger nach der 1:5-Pleite bei den Winnipeg Jets am Samstag bekannt. Unter dem 36-jährigen Kanadier hatten die Blackhawks 11 ihrer ersten 12 Partien verloren. Der Club aus der Windy City kommt damit weiterhin nicht zur Ruhe. Nach einer über 10 Jahre zurückliegenden Missbrauchsaffäre war die Franchise Ende Oktober mit einer Geldstrafe von $2 Millionen belegt worden. Daraufhin trat Präsident Stan Bowman zurück. Zunächst wird Nachwuchscoach Derek King die Nachfolge von Colleton interimsweise antreten.